Hallo und schönen guten Morgen aus München. Mein Name ist Marc Wehmschulte und heute besuchen wir unsere Freunde von der Ottobahn. Jetzt kann man sich fragen, was hat die Ottobahn und Dewetron miteinander zu tun? Und genau das zeigen wir euch heute hier und jetzt. Hallo, hi. Morgen. Hi. Schön, dich zu sehen. Hi. Hi. Komm rein. Moritz, schön, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen. Magst du dich vielleicht mal vorstellen, wer du bist, was du hier bei der Ottobahn machst? Ja klar, gerne. Hi, also ich bin Moritz. Ich arbeite hier in der Ottobahn als Softwareentwickler für die hardwarenahe Software und für die Elektroniksteuerung bei uns auf der Kabine. Und das umfasst eben den kompletten Bereich von Sensorik, Daten erfassen, die weiterverarbeiten und Regelung bis hin eben zur Ansteuerung von unseren Aktuatoren, also zum Beispiel der Tür oder eben unseren Motoren. Jetzt hast du schon ein paar Dinge erwähnt, wie Tür, Aktuator, Kabine. Erklär doch mal bitte, was ist denn Ottobahn für ein Unternehmen? Was macht ihr? Klar, gerne. Wir entwickeln einen neuen Verkehrsträger, der aus kleinen Kabinen besteht, die in 5 bis 10 Metern über der Straße an einer Schiene hängen. Die kleinen Kabinen sind komplett autonom gesteuert und werden per App gebucht. Das heißt, ich kann mir als Endkunde dann eine Fahrt buchen von daheim. Die Kabine kommt zu mir her, wird dort herabgelassen, ich kann einsteigen und fährt mich dann ohne Zwischenhalt und ohne Umsteigen direkt zu meinem Ziel. Und dort angekommen, kann die Kabine dann weiterfahren und den nächsten Fahrgast aufnehmen. Das heißt, wir haben eine schöne Verbindung zwischen dem Individualverkehr, wo ich eben selber von meinem Ort zu meinem Ziel fahren kann, ohne dass ich mich um Umsteigen oder um Wartezeiten kümmern muss, und eben einem öffentlichen Verkehrssystem, was mit gesharten Transportsystemen funktioniert, wo ich eben mich auch nicht um Themen wie Wartung und so weiter kümmern muss. Das ganze System soll es als Einsitzer und als Viersitzer geben und eben auch als Cargo-Variante. Okay, das hört sich sehr cool an, super interessant. Können wir uns das vielleicht auch mal ein bisschen näher anschauen? Ja, na klar, gerne. Wir haben hier nebenan eine Teststrecke Indoor aufgebaut und können jetzt gerne mal eine Runde fahren. Super. Dewetron ist ein weltweit führender Anbieter von Testsystemen für zukunftsweisende Technologien, insbesondere in dem Bereich der Energieversorgung und Mobilität. Selbst vor über 30 Jahren als Startup gegründet, haben wir uns entschieden, nun junge Unternehmen auf ihrem Weg zu begleiten. Daher haben wir der Ottobahn ein Purec-Testsystem kostenfrei zur Verfügung gestellt, mit dem die Entwickler hier vor Ort ihre Produkte evaluieren und testen können. Unser Purec ist ein kompaktes All-in-One-Messgerät mit 16 Kanälen, die zeitgleich synchron mit bis zu 200 Kilo Sample pro Sekunde abgetastet werden können. Das System ist so ausgelegt, dass zum einen schnelle Daten wie Körperschall, Luftschall aufgezeichnet werden können. Zum anderen ist es aber auch als Langzeitüberwachungssystem geeignet. Über unsere MSI-Adapter, Modular Smart Interface Adapter, können verschiedenste physikalische Größen parallel synchron mit vermessen werden. Moritz, ihr habt nun ein Purec-Gerät getestet und eingebaut. Was macht ihr damit? Für uns ist der Fahrkomfort extrem wichtig. Und für den Fahrkomfort sind vor allem Vibrationen, die auftreten könnten, entscheidend. Deswegen haben wir hier so Vibrationssensoren der Firma Induct. Die haben wir bei uns auf dem Fahrzeug verteilt und können damit genau tracken, welche Vibration woher kommt. Ob jetzt vom Fahrrad oder vom Motor oder vom Antrieb. Damit können wir dann diese Vibrationen, da wo sie stehen, verhindern. Oder können unser Federdämpfersystem so auslegen, dass diese Vibrationen gar nicht in den Innenraum weitergeleitet werden können, um eben so ein angenehmeres Fahrerlebnis für den Kunden erreichen zu können. Dann sehe ich dort auch noch einen Temperatursensor. Inwieweit ist Temperatur für euch relevant und wie wird das aufgezeichnet? Genau, Temperatur ist für uns extrem wichtig. Es ist ein Prototypenaufbau. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Elektronik nicht überhitzen, dass in der Elektronik alles richtig läuft. Deswegen wird die Elektronik und auch die Schaltschränke überwacht mit der Temperatur. Und wenn irgendwo was Unvorhergesehenes passiert, bekommen wir das somit mit. Anderes Thema ist es noch, auf der Teststrecke werden wir unsere Kabine klimatisieren. Das heißt, der Kunde kann auswählen, wie warm, wie kalt möchte er es eben haben, beziehungsweise er soll einfach ein angenehmes Raumempfinden bekommen können bei uns. Und da werden wir eben auch die Temperatursensoren nochmal einsetzen. Okay, das heißt, wir haben hier zwei physikalische Größen, die mit einem Messgerät erfasst werden können. Und du hast was Interessantes erwähnt, Teststrecke als Schlagwort. Was ist da geplant? Genau, wir bauen gerade eine Teststrecke im Süden von München in Taufkirchen an der A8.
Es wird eine ovale Strecke werden von etwa 900 Meter Länge, wo wir dieses System mal wirklich in Realgröße aufbauen können und wirklich in 10 Meter Höhe fahren können und da dann das Ganze eben zur Serienreife weiterentwickeln können. Serienreife, also der Blick in die Zukunft gerichtet. Viele spannende Visionen sicherlich und Aufgaben. Wie weit kann euch da der Purec dann noch weiterhelfen? Auf der Teststrecke werden wir den Purec noch sehr viel einsetzen. Einerseits für das, was wir gerade erwähnt haben, andererseits eben auch für Energiemessungen. Wir wollen die Teststrecke dann mit Solaranlagen ausstatten und dort haben wir dann entsprechend Wechselrichter und um die Energie zu erzeugen und diese abzustimmen auf unsere Strecke und auf unseren Energiebedarf von unseren Fahrzeugen. Dafür werden wir dann noch einige Leistungsmessungen machen müssen. Also Aufgaben, die wie gemalt sind für unser Testsystem, kommen wir wieder zurück zu den Stichworten Mobilität, Energieversorgung, Autarkie. Darf ich da mal vorbeikommen und mitfahren? Auf jeden Fall, klar, gerne. Werde ich tun. Moritz, vielen lieben Dank, dass wir heute hier zu Gast sein durften und ihr uns und mich mitgenommen habt auf diese Reise in die Mobilität der Zukunft. Sehr, sehr gerne. Und vielen Dank, Debitron, dass ihr uns mit dem Purec so toll unterstützt. Das macht uns sehr viel Spaß. Ich würde aber auch gerne mal eine Runde fahren. Ja, na klar, doch. Dann beam me up. Das wird eine coole Show. Mitgenommen habt auf diese Reise in die Mobilität der Zukunft. Sehr, sehr gerne. Und euch vielen Dank. In die Mobilität der Zukunft. Ja. In die Zukunft der Mobilität, oder? Jetzt habe ich mich verhaspelt. Weitermachen.